Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit dem Neubau vom Bürodom. Wir haben gesehen, was bisher passiert ist. Wir haben da im letzten Video den Container versetzt und die ersten Eisenkörbe für die Fundamentverstärkungen eingebaut. Und dann waren wir aber noch nicht fertig mit den Arbeiten von dem Dach, nur war es nachher für ein Video zu lang. Ja, und heute geht es weiter. Da ist jetzt ein LKW mit einer neuen Lieferung kommen. Bisher haben wir ja noch nicht wirklich viel Holz auf der Baustelle. Was wir nachher zum Schalen brauchen, in erster Linie nur von der Bodenplatte mal. Und das ändert sich jetzt. Was kriegen wir da Schönes? Wir kriegen Rüschbretter und normale Bretter, dünne, kleine. Ja, Absturzsicherung, Verspreizung, Aussteifung, wo auch immer man nachher die verwendet. Die Rüschbretter sind da jetzt ideal für die Steife von der Bodenplatte nachher, die verwendet man nachher da mal als Randabschalung. Wir sehen es jetzt eh gleich nachher nochmal von unten, was wir da jetzt dabei haben. Von oben hat man jetzt einen idealsten Überblick gehabt. Genau, und dann gibt es noch ein kleines Paket. Wenn wir einen Kran schon da haben, fahren wir da mit dem. Schaut jetzt ein bisschen lächerlich aus, aber muss das niemand tragen. Genau. Ja. Sehr knapp vor das Auto hingestellt, aber da hinten wurde beschlossen, stört es aktuell am wenigsten. Deswegen, genau. Und dann kann jetzt der Kran wirklich abgestellt werden für den heutigen Tag auf der Baustelle. Und jetzt haben wir noch mal einen schönen Überblick. Die machen auch noch mal Feierabendpause daher. Keine Motivation mehr da. Bisher schaut es noch halbwegs ordentlich auf der Baustelle aus, aber ich hab die Befürchtung, dass sich das bald mal ändern wird. Genau, da sehen wir jetzt, was das für Holz ist. Eben die breiteren, dickeren Rüschbretter und die normalen, dünnen Bretter. Und dann seien sie auch schon weg und wir haben nochmal einen guten Blick auf die leere Baustelle. Da sehen wir auch nochmal die Eisenkörbe, die wir das letzte Mal eingebaut haben. Und dann fehlt nicht mehr viel und wir können eigentlich anfangen mit den ersten Schalarbeiten in den nächsten Teilen. Ich bedanke mich dabei fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal.